Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 10. Folge meines Cosplay-Tutorial-Reihe. Oder meiner Cosplay-Tutorial-Reihe, um es richtig zu sagen. Ihr seht schon, worum es geht. Und zwar, wer auch den Titel gelesen hat, weiß auch, worum es geht. Haha. Überladewagen. Ich habe hier den kleinen Traktor mit einem Standard-Überladewagen und einen Standard-LKW-Suchmaschine mit Auflieger, ja? Alles aus dem Standard-Spiel. Nicht, dass ihr denkt, hier irgendwelche Bots. Und ihr habt gesehen, es funktioniert bereits, ja? Wenn ihr große Felder habt, ich habe jetzt einfach mal hier Feld 10, ist ziemlich groß, auch der Feld gut, aber beispielsweise, ihr spielt eine riesige Map und die Abfahrer reichen da nicht aus, dass der Drescher immer voll ist, oder ihr habt mehrere Drescher am Start, ja, dass ihr sagt, Mensch, ich möchte lieber mit dem LKW fahren auf der Map und dass der die Ware zum Silo bringt oder zur Verkaufsstelle oder was auch immer. Ja? Kein Problem. Der LKW habe ich jetzt einfach nur hier postiert. Da habe ich jetzt keine Route mit eingefahren. Mit ihm hier habe ich eine Route eingefahren. Ich kann es mal kurz zeigen. Wir können mal kurz hier die Routen anmachen. Der fährt hier im Grunde nur einen kleinen Bogen an den LKW ran. Und ein Wartepunkt und ich habe, glaube ich, 10 Sekunden Wartezeit. Quatsch, wo will ich denn hin? Ich habe gar keine Wartezeit mehr. Passt aber auch. Dachte, ich hätte 10 Sekunden gemacht. So, machen wir das mal wieder weg. Jetzt müsste er theoretisch zum Drescher fahren und den gleich abtanken. Jetzt kommt er natürlich gerade hier auf die Ecke. Warten wir mal kurz, was passiert. Ja, jetzt kommen die natürlich nicht genau hier ins Gehege. Oder? Ist ein bisschen ungünstig, aber... Wir schauen mal, was passiert. Ja. Jetzt fährt er weiter und er dreht eine Runde. Das ist halt Cosplay. Wenn ihr was kennt. Das ist nicht immer ganz fehlerfrei. Hoffe, okay. So, jetzt lassen wir den Drescher erstmal weiterfahren. So, der müsste jetzt wieder eine Bahn hochfahren oder fährt er die Leerstrecke? Ich habe, glaube ich, zweimal Vorgewende eingegeben. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vor 5 Minuten eingegeben und ich weiß es schon nicht mehr. Leute, da kommt das Alter durch. Ja, er fährt die Leerfahrt. Die wird er auch zügig fahren eigentlich. Und dann setzt er oben wieder ein, fährt dann hoch und runter. So, dann können wir einmal... Weil der fährt zu schnell, ne? Oder? Ja, der fährt ihn nur kurz. Langsam, weil er hier noch... Ne, jetzt fährt er so doch schnell. Dann brauchen wir jetzt einen Abfahrer nicht rufen. Der ist auch schon gerufen eigentlich. Sondern wir warten einfach mal einen Tucken. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird er dann aber... Ja, er setzt ja oben ein. Wir springen mal in den Drescher. Mal auf wegschicken. Und wir lassen ihn einfach mal einmal eine Bahn runterfahren und dann beim Hochfahren müsste ja dann der Abfahrer kommen. Oder fährt er jetzt gleich durch die Frucht? Wir schauen einfach mal, was passiert. 10. Folge Cosplay Tutorial. Und es wird die letzte Folge von meiner Cosplay Tutorial Reihe sein. Warum? Ich habe euch, glaube ich, alles im Großen und Ganzen gezeigt, wie Cosplay funktioniert. Dass das Ganze nicht fehlerfrei ist, das sollte jedem klar sein. Es ist eine Gratis-Mod. Ja, die Leute, die das machen, machen das unentgeltlich im Grunde und stellen jedem das gratis zur Verfügung und dafür machen sie eine super Mod in meinen Augen. Und macht eine Menge Spaß damit zu arbeiten. Man muss natürlich selber für seine Felder, je nachdem auf welche Map man spielt, herausfinden, wie alles am besten harmoniert. Wie viel Vorgewende, wie viel Drescher auf ein Feld gehen und so weiter und so weiter. Ihr kennt das aus den ganzen Folgen. Des Weiteren haben wir am Aufnahmetag, den 8.9.2021, ja, und im November, 22. November diesen Jahres, kommt der LS22. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen kürzer treten im LS19,
Es wird jetzt im Grunde nur noch ein einziges Projekt kommen. Das startet am Montag. Ja. Welche Map? Seid gespannt. Ihr erfahrt es auf den Social Media Kanälen. Instagram bei mir oder Discord. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wer noch nicht Bescheid weiß. Ja. Das Ganze. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, weil der LS22 kommt, wird das eins der letzten Projekte sein, jetzt was startet. Multiplayer auf einer neuen Map. Welche das ist, wie gesagt, Discord und Instagram. Link in der Videobeschreibung. So, da war ich jetzt. Und jetzt gucken wir mal hier, ob er denn, ja, gerufen ist er im Grunde schon. So, mal stoppen, starten klicken. Dann gucken wir mal, ob er jetzt rangefahren kommt. Ja, er fährt sofort los. Er hatte jetzt nichts drin, deswegen hat er da, glaube ich, nichts abgetankt. Ich hoffe, der fährt dann gleich sein Rohr raus. Also es hat eben in der Probe gut geklappt. Ich hoffe, es klappt auch jetzt wieder in der Aufnahme. So, er tankt jetzt hier den Drescher ab. Ne? Hier könnte natürlich auch wieder, ich springe mal schnell in den Vario, variieren, wegen wie weit der vorne, links, rechts und so sein soll. Ich habe alles auf automatisch hier stehen. Wendekreis automatisch, Abfahren bei 90%, Start bei 50 habe ich. Feld 10 ausgewählt und Selektion 8900 auf Feld 10. Wendemanöver 8 km/h auf dem Feld 20, rückwärts 6. Nur um euch das einmal zu zeigen. Keine Haltezeit, ersten Punkt gerade anfahren und das hier seitlichen vertikalen Abstand, alles auf automatisch. Und Wende auf dem Feld und Fruchtumfahrung aktiviert. So. Jetzt ist er nicht ganz voll, deswegen machen wir mal sofort abfahren. Und wir gehen einmal hier hin und einmal die Punkte aktivieren. Dann klappt. Ja. Ja, also, da sieht man's. Er wird jetzt einen Bogen fahren. Ich hoffe nicht durchs Korn. Eigentlich soll das nicht. Aber es sieht gut aus, dass er außen rum fährt. Und dann wird er gleich sein Rohr ausfahren. Und, ja gut, jetzt sind wir die Ecke damit, aber das ist wohl nicht so tragisch, oder? Ein bisschen Schuld ist er echt ja auch immer. Und dann in den großen Auflieger abkippen. So war der Plan. Ich habe hier nur eine ganz normale Strecke eingefahren. Und wichtig ist, dass ihr dann hier, jetzt sieht man es natürlich nicht. Ich kann die gleich mal. Oh, er fährt das Rohr nicht aus. Ist das Problem, ne? Doch, er fährt das Rohr aus. Ich dachte schon, er fährt das Rohr nicht aus. Weil er das so spät macht. Und jetzt kippt er ab. Und er müsste jetzt so lange da bleiben, bis er abgeladen ist. Und dann fährt er wieder weg. Und wartet wieder vorne am Ende des Wegs. Ihr seht, ich habe rechts. Hier, ich mache mal die Maus kurz an hier mit Cosplay. Da Start, einfach einen Kurs eingefahren, hier drin hier angehalten, Parkposition gesetzt, weitergefahren bis hier, Kurs Ende. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr hier diesen Modus reinmacht. Typ Überladewagen, Drescher abtanken. Den habe ich drin. Natürlich, jetzt hat sich das wahrscheinlich da, Parken rein, Kreuz rein, Abfahrer einstellen, dass der dann den Drescher erkennt. Und so einfach funktioniert das Ganze mit dem Überladewagen und einem Drescher abtanken auf dem Feld in einen großen Auflieger, dem Krampe hier in dem Fall und den Lizard Warrior aus dem Standardspiel. Ja. Das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge und auch für meine Tutorial-Reihe Cosplay im LS19 zumindest. Wenn es Cosplay im LS22 geben wird, dann werde ich dort eine neue Cosplay-Reihe starten. Was auch viel gefragt wurde, machst du auch eine Reihe zu Autodrive? Ich habe selber Autodrive bis jetzt nicht großartig benutzt. Sollte auch Autodrive in den LS22 kommen, werde ich dann eine Tutorial-Reihe auch dort starten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut auf meinen Discord- und Instagram-Kanal vorbei. Abonnieren kostet nichts. Glocke aktivieren, dann erhaltet ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video erschienen ist. Somit verpasst ihr auch nicht, wenn neue Tutorial-Reihen im LS22 starten. Gerne dürft ihr auch so natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren.
Ich würde mich sehr darüber freuen. Bitte lasst doch ein paar Daumen nach oben da und schaut euch Montag um 15 Uhr zur gewohnten Zeit an das neue Projekt Landwirtschaftssimulator 19, das letzte Projekt im 19er, was bei meinem Kanal, auf meinem Kanal besser gesagt, startet. Ja, mit den Jungs. Multiplayer. Das Projekt wird dann gehen bis zum LS22 und es werden keine anderen LS19 Projekte in dem Zeitraum auf meinem Kanal mehr veröffentlicht, da ich ein bisschen Abstand vom LS19 gewinnen möchte und dann mit neuem Elan und voller Energie und Kraft in den LS22 gehen möchte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die tolle Resonanz meiner Kursplay-Tutorial-Reihe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder eine Menge dazu gelernt. Und ich hoffe, es geht zusammen im LS22 weiter. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.